Geld habe ich. Ich muss mir gleich Getränke kaufen. Was war das für eine verkackte Falle, ey? Die haben mich sofort umzingelt. Gibt's doch gar nicht. Ey, die kriegen jetzt sowas von eins aufs Maul. Was wollte ich vorhin sagen? Genau. Ich bin mal gespannt, ob der... Wie heißt der? Cool? Schwul? Ob der... Cool, genau. Ob der vielleicht doch ein bisschen böse ist. Aber wenn er schon sagt, dass er auch Engel eventuell einfangen will... Tja, Engel sind ja nicht böse. Okay. Scheiße, meine Rüstung ist wieder völligst im Arsch. Weil man sieht schon am Boden, dass da ein Gegner ist. Ich fühle mich wieder wohl. Gesockelt. Ne Hose mit einem Sockel. Mit so einem, wie heißt das? Prinz Albert Piercing oder was? Doch alle einig, dass das Ende aller Zeiten gekommen ist. Aber glaubt ihr wirklich, dass wir dann theoretisch wieder ein Boss kommen? Diese Vorfälle geplant haben könnten? Niemand sonst würde solche Gefahr stellen. So trage ich den auch hin oder was? Wie wir es versucht haben. Er ist einfach nicht tot zu kriegen. Sein verfluchtes Blut hält ihn am Leben. Er blutet Sand und sein Gelächter verspottet uns. Uns bleibt nur eine Möglichkeit. Wir werden seinen Kopf von seinem Körper trennen und ihn im Reich der Schatten verstecken. Meine
habe ich gar nicht gesehen. Wie viele blaue Sachen es gibt. Das gibt's gar nicht. Kein Gegner. Na gut. Dann bin ich mal gespannt. Achso, jetzt müssen wir in die Mitte. Das muss das Schattenportal sein. Lasst es uns hinter uns bringen. Hm? Die Stimme vom Kuhl kommt mir bekannt vor. Das ist dieselbe wie vom Schauspieler Liam Neeson, glaube ich. Falls jemand Liam Neeson kennt. Finsternis erwartet euch. Hier kenne ich ja fast gar nichts. Es ist dunkel, es ist total staubig, es ist alles unscharf. Scheiß, wer hat sich das ausgedacht? Würfel des Bären oder überhaupt Würfel. Du holst dir irgend so einen Typen, der dir hilft. Und dann sagst du ihm, hey, komm, lass uns mal Diablo umbringen. Wenn du zu schwach bist, dann nimm einfach die Würfel in die Hand. Da geht's runter. Ich dachte schon, dass er wieder in der Sackgasse. Zusammen und wir können die Welt beherrschen. Ich habe Kults Körper. Dann werde ich mit dem Ritual beginnen. Wo? In deinem Inventar oder was? Wagt es ja nicht, uns in den Rücken zu fallen. Natürlich wird er uns in den Rücken fallen.
Ihr seid von Verrat umgeben, Mädchen. Ich bin die geringste eurer Sorgen. Konzentriert euch, Lea. Gleich, gleich. Nur noch ein bisschen. Nur einen Moment noch. Fast. Ja. Das ist wie Planet. Mein Blut rauscht wieder durch meine Adern. Die stinkende Luft füllt wieder meine zerfetzten Lungen. Ich lebe. Gern geschehen. Vergesst nicht euren Teil der Abmachung, Kull. Gebt uns den Seelenstein. Nun gut. Die Abmachung gilt. Schnell! In mein Sanktum! Sanktum? Seelensteinkammer? Das ist alles ziemlich suspekt. Was ist der vielleicht? Die ganze Schöpfung wird vor meiner Macht erzittern. Was ist das? Wie konnte das geschehen? Die Seelen der toten Herrscher der Hölle wurden in diesen Stein eingeschlossen. Gebt eure Suche auf, Nephalem. Eure Verbündeten wollen euch nur manipulieren. Mit der Macht, die ich euch bieten kann, könnten wir gemeinsam über die gesamte Schöpfung herrschen. Ihr seid wahnsinnig, Kull. Gebt mir den Stein oder ich werde euch vernichten. Wieso gehe ich so schnell kaputt? Das gibt's doch gar nicht. Oh Gott. Miau. Endlich kann ich ja, mein Leben. Ja, kennen wir schon, danke. Ach so, das ist das, was die Zauberer machen können. Zeit zu verlangsamen. Ein Kettenhemd. Ein Kettenhemd. Und sein Tagebuch. Die Schutzzauber wurden ausgelöst. Wie es scheint, sind meine Brüder endlich hier, um mich zu holen. Verdammt sollen sie sein. Ich bin noch nicht so weit. Zu viel meiner Macht musste ich für die Erschaffung des Steins aufwenden. Ich muss ihn fertigstellen. Die Zukunft der Menschheit hängt davon ab. Ja. Was bist du? Schon wieder Intelligenz. Willst du mich verarschen? Wo ist der Stein? Wie komme ich da hin? Hä? Hallo? Und jetzt? Ah!
In diesem Stein sind nun 5 Herrscher der Hölle gefangen. Das ist euer Werk, Adria. Vor 20 Jahren, während der Finsternis in Tristram, hat mir Cain von Soltunkuls gottlosem Seelenstein erzählt. Deshalb hast du mich also verlassen, um die Seelen der Dämonen zu markieren, damit sie in Kults Gefäß gezogen werden konnten. Ja, meine Tochter. Dafür habe ich alles geopfert. Schön. Sprecht mit... ja. Das kann ich hier nicht tun. Warum? Aber hier. Mhm. Was sollen wir tun, wenn Belial und Asmodan im Seelenstein gefangen sind? Dann werde ich ihn zerschmettern. Und die Herrscher der Höllen werden nicht mehr sein. 10.000 Erfahrungen. Nicht schlecht. Wir müssen den Kaiser erreichen. Er hat gesagt, er könnte uns zu Belial führen. Bist du sicher, dass wir diesem Kind trauen können? Wir haben keine Wahl. Aber wisset dies, wenn Belial in die Enge getrieben wird, wird er in Kaldeum die Hölle auf Erden heraufbeschwören. Bevor wir ihm also gegenübertreten, müssen die Einwohner in Sicherheit gebracht werden. Die Eisenwölfe können dabei helfen. Natürlich. Brechen wir auf. Ja, tschüss. 7.000. Da machen wir erstmal hier. Nee, da. Das alles upgraden. Ja. Vor allem, es kostet sogar noch 500 für ein Upgrade. Oh Mann. Plus 10. Und ein leerer Sockel. Ring ist sonstiges. Nö. Nö. Jetzt sind... Hä? Jetzt sind alle Händler hier. Kindern verkauft nur das Beste. Ja, ja. Nee. Nee. Das ist alles viel schlechter. Viel, viel, viel schlechter. Getränke, genau. Wieso kostet das jetzt 160? Achso. Ah. Wie viel mich das gekostet hat. Ah, und. Reparatur. Nur das Beste. Danke. Gut, bevor wir zu Ashara gehen, mache ich wieder eine kleine Pause. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.